einmal ein kleines Mädchen, das zu Weihnachten vom Patenonkel einen Nussknacker geschenkt bekam. In der Nacht wurde er lebendig und es kam zu einer Schlacht der vom Nussknacker angeführten Spielzeugsoldaten gegen das Heer des Mäusekönigs. Mit Hilfe des Mädchens siegte der Nussknacker, der sich danach in einen Prinzen verwandelte. Zum Dank nahm er das Kind mit in das Reich der Süßigkeiten und gemeinsam reisten sie zum Schloss Zuckerburg. Die dort residierende Zuckerfee veranstaltete zu Ehren ihrer Gäste ein Fest, bei dem Tänzer und Akrobaten aus vielen verschiedenen Ländern ihre Aufwartung machten und Kunststücke aufführten.